Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir haben behelfsweise hier einen kleinen Cut gemacht in der letzten Folge, weil ich mir nicht sicher war, wie lange das Ganze noch gehen wird. Deswegen ohne Umschweife direkt an die Quest und dann können wir nämlich nachher noch Raynor, genau so hieß er, dann können wir seine Quest vielleicht noch hinten dran schieben, je nachdem, wie lange es noch dauert. Schön, euch wiederzusehen, meine Freundin. Wir hätten euch hier brauchen können. Ich kann helfen. Lasst mich es tun. Okay. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Wir haben die Würmer aus dem steinigen Becken hierher verfolgt. Wir kamen kurz vor dem Kult hier an. Ich schätze, deshalb sind auch manche der Abenteurer überhaupt noch am Leben und einige meiner Leute. Warum hat der Kult eine Ruine angegriffen? Die Abenteurer haben ein uraltes Rätsel gefunden und Notizen dazu gesammelt. Hinweise auf die Lösung des Rätsels. Die Würmer haben die Abenteurer getötet, um an die Notizen zu kommen. Wonach sie auch immer gesucht haben, wir dürfen es ihnen nicht überlassen. Rettet, wen ihr könnt. Aber wir brauchen diese Notizen. Ich kümmere mich darum. Die Würmer haben keine Chance. Ich hoffe, dass ein paar meiner Männer dort unten noch leben. Wo bin ich hier? Es ist ein Drachenhügel. Der alte Drachenkult beging hier grässliche Untaten. So besagt es zumindest die Legende. Die eingestaubten alten Bastarde laufen da unten wohl auch noch rum. Beschützt ihre alten Geheimnisse. Was hat der Wurmkult eurer Meinung nach vor? Wir wissen herzlich wenig über ihre Pläne, abgesehen davon, dass wir sie aufhalten müssen. Aber ich werde euch erzählen, was ich weiß. Dann diese dumme Frage. Was wollen die Kultisten dort unten? Ich bin nicht ganz sicher. Diese hübsche Abenteurerin Kiret, sie hat einige der alten Runen übersetzt und wir kamen ins Plaudern. Ich frage mich, ob es ihr gut geht. Wie dem auch sei. Sie meinte, die Runen würden von einem Wächter erzählen, von etwas oder jemand Mächtigem. Ihr habt ein Rätsel erwähnt. Worum geht es da? Türen. Viele, viele Türen. Was? Mit einigen alten Runen darüber. Die Sorte, die man auch bei Grabhügeln sieht. Wir haben viele von ihnen probiert, aber sie schienen nie irgendwohin zu führen. Ja, an so ein Rätsel kann ich mich noch erinnern. Ach so, jetzt kann ich mit ihm gar nicht reden, oder was? Hätte ich mit ihm vorher reden müssen? Nee, oder? Aber läuft er mir jetzt hinterher? Nee, er bleibt jetzt da stehen. Jetzt bin ich verwirrt. Raynor, darf Macht ich uns deine Quest keinen jetzt nicht Ärger. mehr machen? Er sammelt die verlorenen Aufzeichnungen 8 und rettet 3 Gefangene. Also Aufzeichnungen kriegen wir, glaube ich, daher, indem wir. Ich mache das nicht da, wo ich das anvisiere. Indem wir die Leute hier looten. Ich kann selbst Ja. zurückgehen. Hab Dank. Schlag zu! Gerne, gerne. Ich schlag zu. Muss ja erstmal was finden, wo ich zuschlagen kann. Ich gehe nach Ivarstadt. Viel Glück. Ja. Ich vergebe meinen Feinden 3 nicht. hatte ich eben auch schon. Oh, da kam gerade einer. Wo kam der denn jetzt her hier? Hä? Dann halt nicht. Einen Gefangenen haben wir noch. Der ist. Da, nee, das ist der Ich nicht. brauche Hilfe. Ja, ich brauche Hilfe, toll. Du brauchst aber nicht. Ah, da hinten. Da. Du brauchst nicht meine Hilfe, wollte ich schon sagen. Du kannst auch gerne mitkommen, Mädel. Aber ich glaube, die habe ich jetzt gerade gar nicht gezogen. Sie haben auch Nein. Kiret. Wollte Sie ist in dem Zelt hinter dem Drachenhügel. In dem Zelt hinter den Drachenhügel. Ja, das Ganze hier ist der Drachenhügel. Moment, ich sehe aber gerade. Ist doch noch eine Scherbe. Die holen wir uns erstmal. Ach so, da oben, genau. Das war sie. Die holen wir uns natürlich mal eben. Und das Buch auch, was hier liegt. So, wir müssen ja irgendwann Magiergilde machen, ne? Die laufen mir ja schon wie so Psychopathen ständig hinterher, dass ich bei denen die Quest machen soll.
In dem Zelt hinter den Hügeln. Moment, meinten... Meinten die das hier? Ich glaub nicht, oder? Ich muss euch mal kurz die Seite, damit ich hier mal irgendwie gucken kann. Befindet Kirith? Was? Wo? Wo ist sie denn? Ach so, oder? Okay, hier ist sie nicht versteckt. Aber da gucken wir trotzdem mal kurz. Ich sehe doch den Pfeil. Ich habe doch gesagt, in dem Zelt hinter dem Hügel. Komm mal her. Ich bin immer. Ach, Basti, geh doch mal weg da. Hä? Die soll aber. Die soll doch hier im Zelt drin sein, oder nicht? Warum war die denn da jetzt nicht drin? Ach! Die hat sich eben unsichtbar gemacht! Ihr da! Ihr müsst mich anhören! Ja, warum hast du dich unsichtbar gemacht? Ich hätte dich doch schon viel früher befreit. Lasst mich euch hier rausholen. Halt! Ich habe gehört, worauf es der Wurmkult abgesehen hat. Sie suchen in Rift nach Geistern von Isgramors legendären 500 Gefährten. Sie haben vor, diese Geister zu versklaven und an den Riesen Sinmur zu binden. Und es gibt hier einen Geist? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die Ruinen das uralte Grabgewölbe von Valdur in sich bergen, einem von Isgramors Gefährten. Diese Seiten, die ihr gesammelt habt, sind Hinweise, wie man hineinkommt. Wenn ich nur mehr Zeit gehabt hätte. Mit dem Kult werde ich fertig. Ich hoffe es. Mein Lehrling Daenerys ist unten im Gewölbe. Wenn er noch lebt, findet ihn. Zusammen müsst ihr beide einen Weg in die Gruft finden und den Kult aufhalten. Ich kümmere mich darum. Jetzt wollen wir euch befreien. Eigentlich wollte ich das schon davor, aber... So, was mit dir? Du läufst jetzt weg. Okay, ich dachte, du kommst jetzt mit. In der Gruft. Sozusagen... Theoretischerweise kommt sie mit, weil sie hat sich hier schon wieder assassinenmäßig unsichtbar gemacht. Die steht da irgendwie drauf anscheinend. So. Guten Tag, wer bist du? Achso, Valdur. Lungert hier nicht herum. Gefahr lauert anderorts. Wer seid ihr? Was stimmt nicht? Ich bin Valdur. Ich ritt mit den 500 an Isgramors Seite. Doch jetzt wird meine innerste Essenz selbst von Magie gepeinigt. Mit dem haben wir aber doch schon mal gesprochen, oder nicht? Der Wurmkult. Ja, die Magier in den dunklen Roben, tief in den Ruinen. Sie brechen die Bande, die mich hier halten. Sie reißen mich in Stücke. Wie kann ich sie aufhalten? Findet den Weg durch das Rätsel. Kommt an den Türen vorbei. Haltet sie auf! So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ein Rätsel. Ich werde doch jetzt wieder kläglich versagen. Das weiß ich jetzt schon. Das bin ich gerade überlegen. Moment, wir müssen jetzt da unten hin. So, wir müssen eh durch die Tür. Also können wir den auch mal eben platt machen. Gerade aufgestanden, wie in einem guten Horrorfilm. Hilfe. Okay. Komm, komm, komm. Der andere geht gleich wieder an. So, bisher noch nichts Ungewöhnliches. Ich darf es nicht zu laut sagen. Da müssen wir, glaube ich, rum, nehme ich an. So, Moment. Ja, dich lassen wir jetzt mal stehen. Uhuhu. Die Würmer zersetzen meine Essenz, reißen an meinem Geist. Haltet sie auf! Ja, das wollte ich euch jetzt natürlich nicht vorenthalten, deswegen mussten wir dann doch nochmal kurz mit ihm kämpfen. Sind wir denn? Wir müssen natürlich nach oben. Achso, da oben kommen wir nach oben. Da oben können wir nach oben. Ja. Guten Tag und auf Wiedersehen. Nein, leider nicht. Das Ritual ist fast vollendet.
Haltet die Würmer auf! Was macht mir denn jetzt hier so einen Schaden? Nein, ich hasse dieses Rätsel! Das heißt, eigentlich geht's noch. So, Waldur, soll ich mit dir nochmal sprechen? Beeilung, die Verdammt. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich nicht. Was? Ich habe wohl Wahnvorstellungen. Hier unten ist niemand. Ich bin auch nicht tot, Shaw. Kyrus schickt mich. Geht es euch gut? Ich habe eine Bauchwunde und ich verliere viel Blut. Davon abgesehen geht es mir prächtig. Ja, was ist dies für ein Ort? Warum sehen die Türen so aus? Es ist eine Art Rätsel. Kyret und ich waren kurz davor, es zu knacken, als der Wurmkult angriff. Ich glaube, sie haben es auf die Leiche des Gefährten abgesehen, die im Gewölbe beigesetzt wurde. Ich habe diese Notizen vom Wurmkult geborgen. Ja, gut. Unmittelbar vor dem Angriff hatte Kyret gerade die Runen übersetzt. Aber die Worte ergaben keinen Sinn. Es war wie ein uraltes Gedicht. Ich weiß nur, dass es etwas mit dem Öffnen der Türen zu tun hatte. Ich bete, dass ihr sie entziffern könnt. Kann ich. Daran kann ich mich nämlich noch erinnern, so einigermaßen. Aber es muss ja doch eigentlich was geben, wo ich was lesen kann. Lest die? Ach so, ja, mit E. Okay. So, 2 Wochen noch nicht vorbei, bla bla bla, wir haben es geschafft. Da steht allerdings nicht das drin, was ich wissen muss. Dass es nur noch einen Tag dauert. Letzte Nacht tauchte eine Streife auf. Oben, Wachen, große Kehle wird motiviert. Wir haben es geschafft, meine Schwester ist ein verdammtes Genie. Sie hat die Rune... Achso, hier. Schwimmer aus der Tiefsee taucht... auf am hellen Tag. Hoch oben halten Augen Ausschau. Also Schwimmer ist Wal. Dann, was war das? Ein Adler oder sowas? Schuppen, das war, glaube ich, eine Schlange. Also Wal, Adler, Schlange. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, weil das ist nicht so einfach, die zu erkennen. Jetzt müssen wir doch noch mit denen reden, oder was? Ah! Die Würmer zerreißen mir die Seele. Helft mir! Waldur, helft mir, das Rätsel zu lösen. Ich kann nicht denken. Sie reißen mich in Stücke. Folgt den Symbolen über Türen. Wal, Adler, Schlange, beeilt euch. Das sagte ich gerade. Was geschieht, wenn ich sie nicht aufhalte? Ich werde ihnen gehören, korrumpiert vom Kult. Mein Geist wird Rift verwüsten. Haltet sie auf, bitte. So, was haben wir gesagt? Wal, Adler, Schlange. Das ist die Schlange. Das soll, glaube ich, der Wal sein. Ich hoffe, das ist richtig. Adler, Schlange. Ich entdecke darauf keinen Adler. Achso, doch. Moment, das sollten Flügel sein. Ah, okay. Schlange. So, da sind wir. Wahrscheinlich auch, um dich zu töten. Das war mir klar. Hallo. Du bist tot. Du weißt es noch nicht, aber du bist tot. Eure Seele wird mein sein. Zerstören! Ihr Wunsch ist mir Befehl. Folgt mir, Tapfere. Ich geleite euch hinaus. Okay. Ich habe nur gedacht, da wäre doch ein Buch drauf, weil das so komisch lila am Leuchten war. Ja, wir dürfen die Tür wieder nicht öffnen. Jetzt aber. Nach so langer Zeit. Endlich wieder frei. Und ihr habt mich gerettet. Danke, meine Lehnsherrin. Gern geschehen. Der Kult kann das nicht nochmal versuchen? Nein.
Da meine Fesseln zerstört sind und das Ritual des Kults gestört wurde, bin ich frei. Sie wollten mich versklaven und mich dazu einsetzen, den Riesen Sinmur zu stärken. Ich werde euch bei eurem Kampf gegen die üblen Würmer helfen. Ja, und wir haben ein Schild von Erbe des Draug erhalten. Bevor ihr geht, meine Herrin, es gibt da noch etwas. Was gibt es, Geist? Jetzt, wo ich frei bin, kann ich Hakra spüren, die Geisterwächterin vom Föhrgipfel. Sie spricht zu mir und warnt mich vor einer düsteren Versammlung in Honrichsturm im Osten. Was für eine Versammlung? Der Kult, sagt sie. Mit euch verbündete Truppen sammeln sich auch in Honrichsturm. Ich werde mich auf meine eigene Art und Weise dorthin begeben. Ihr solltet auch dorthin reisen, meine Herrin. Wie ihr wünscht, Geist. Bitte, meine Lehnsherrin, geht schnell nach Honrichsturm. Die Finsternis, die dort wächst, muss aufgehalten werden. Warum wurdet ihr hier gebunden, Geist? Meine Schildschwester Hakra und ich wurden als Hüter an Rift gebunden. Wir wurden eingesetzt, um Wacht gegen solche Bedrohungen wie den Wurmkult und die Rückkehr Sinmurs zu halten. Wir haben unser Leben geopfert, damit unsere Nachkommenschaft Frieden erleben kann. Ja, das ist doch sehr, sehr nobel. So, jetzt ist die große Frage, weil das gehört ja eigentlich auch noch zur Quest. Also zur Hauptquest. Moment, wo haben wir denn jetzt hier? Rift sind wir. Was ich nicht verstehe, Schattenfan, haben wir anscheinend irgendetwas ausgelassen, obwohl wir uns nur an die Hauptquest gehalten haben. Aber da scheint es noch einen zweiten Abschnitt gegeben zu haben. Genauso wie ein Ostmarsch. Da müssen wir auch nochmal hin, bevor wir das hier alles abschließen können mit dem Silbernen Pakt. Honrichsturm. Das wäre das Nächste. Ja, dann würde ich sagen, dann brauchen wir gar nicht das eine zu machen, was jetzt da unten noch ist für die Löwengrube, sondern wir können quasi hier dann das einmal abschließen. Dann machen wir die Löwengrube nämlich später. Also das, wo hier der Bruder hier von Kirev, Raynor, genau so heißt er. Das ist ja anscheinend auch eine Hauptquest, zumindest wird sie als solche gekennzeichnet, gehört aber wohl nicht zum Pakt. Entsprechend werden wir das Ganze dann später machen. Dann würde ich sagen, dass wir die letzte und die jetzige Folge, machen wir die zusammen oder machen wir sie nicht zusammen? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, ist, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und dass wir uns dann in dem, ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt, Honrichsdorf oder sowas, dass wir uns dann dort in der nächsten Folge wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.